Ich habe einen Großteil meiner Jugend oder frühen Erwachsenenseins damit verbracht, meine Heimat ein bisschen ablehnend zu bewerten. Weil in der Obersteiermark oder im Salzkammergut als queeres Kind aufzuwachsen, das war alles andere als lustig. Ich bin dann mit 14 Jahren irgendwie nach Graz gezogen und habe das auch relativ schnell hinter mir gelassen. Und dann kam die Anfrage, ob ich Komiteemitglied sein möchte bei der Kulturhauptstadt. Und gerade auch mit dem Kontext Queerness in diese Region zu bringen, dieses Thema zu besprechen. Und da habe ich mir gedacht, ja, weil ich weiß, wie es dir geht, wenn du dort aufwachst. Es ist eine wahnsinnig schöne Region, sehr geschichtsträchtig, aber es hat eben auch alle Defizite oder auch Vorteile, die ländliche Räume eben haben. Und über die Kulturhauptstadt versucht man sich an diesem sozusagen abzuarbeiten oder eben zu schauen, was für Strategien kann man entwickeln, und das mit der Kunst.